Moin moin, liebe Zocker, hier ist mal wieder der Agri für euch am Start. Und wir spielen nochmal eine Runde Squadron TD, also Tower Defense. Und werden diesmal wieder die Rasse Selfie anwählen. Und mal so ein bisschen weiter testen, uns versuchen so ein bisschen mit der Rasse zu verbessern. Oder ich könnte natürlich mal Custom nehmen und mal versuchen, so ein paar geile Einheiten zueinander, also ein paar Tower aus der Rasse Sylphi zu kombinieren. Machen wir das einfach mal. Sylphi. Da packen wir den Warlord rein. Und dann nehmen wir mal aus Automation, nehmen wir mal oder Ancient. Da holen wir jetzt mal die Magnetosphäre dazu. Dann können wir uns denn noch mal Schönes holen? Mudman, Nature, Halfbreed. Peavy ist gar nicht mal schlecht. New Tank. Wo ist denn der blöde Warden hin? Ach, der Warden ist schon drinne. Ah, okay. Bone Overseer, was haben wir da noch? Roach Fighter. Und Tree of... Okay, dann starten wir mal so. Modus ist Klassik jetzt angewählt. Da bin ich mal gespannt, ob das hier so funktioniert. Starten wir mal mit dem PV. Ah, den setzen wir mal so ein bisschen weiter hinten mal hin. Und jetzt mit Infantry. Und mehr kann ich jetzt auch gar nicht bauen. Ich bin mir nicht sicher, ob das jetzt so ob klappt. Das war jetzt erstmal, ist ja erstmal so ein Test hier. Er holt sich ganz viele Zerklinge hier. Oha! Oha, oha, oha. Das wird bestimmt in eine Hose gehen, wie das aussieht hier. Naja, ich bin mir nicht sicher. Ja, wird sich jetzt zeigen. Und go. Kloppt sie weg! Ach, gar nicht mal schlecht, ne? Das könnte. Das wird was! Nee! Ist ja nicht zu fassen. Ah ja, gut Kills gesammelt. Hier 10 Kills hat er. Den können wir natürlich noch zum Zeus oder zum Pyro upgraden. Jetzt sollten wir uns natürlich. Oh, was holen wir uns jetzt mal Schönes dazu? Holen wir uns nochmal so einen zweiten. Oder sparen wir erst und gehen das Risiko ein, dass wir jetzt gleich liegen werden? Nee, das machen wir nicht. Wir holen uns lieber noch so eine Infanterie dazu. So ein dickes Snipergewehr hier. Und dann schicken wir doch schon mal. Schicken wir einen Roach mit rüber. Na klar, machen wir einfach mal. Und Gogo, Lava Crawler jetzt. Ja, das sieht auch noch gut aus. Ein Hit ist so ein Teilchen weg hier, so ein kleiner Crawler. Ja, das läuft. Wo wollen die denn hin? Hä? Was ist hier los? Jo, ein Bug, lol. Die Einheiten laufen einfach nach vorne. Wie fertig ist das denn? Jetzt kommen die Space-Kühe. Die lassen wir, also da bauen wir jetzt erstmal nichts mehr dazu. Denn ich kann jetzt hier auch gerade gar nichts upgraden. Ich könnte natürlich so ein Peavy noch bauen. Aber ich spekuliere einfach mal darauf, dass es jetzt klappen wird. Bauen wir doch noch ein Peavy. Komm, ein Peavy bauen wir schnell noch. Doppelt hält besser. Ach. Das sollte, obwohl, das könnte knapp werden. Weil wenn ich den anderen nicht gebaut hätte. Oh, ich lieg jetzt, glaube ich, auch. Komm schon! Zieh! Noch einmal! Noch einmal! Oh, nee! Aber wenigstens haben wir jetzt 113. Das heißt, wir können uns jetzt einen Veteran holen. Oder bauen uns so eine Magnetosphäre nochmal aus. Da liegen aber einige.
Diese Viecher, wie geil, wir verfolgen die auch noch hier, ne? Ach, jetzt fahren sie oben wieder durch und kommen hier unten wieder raus, oder was? Was ist das denn für ein Scheiß? Jo, das ist ja der Mega-Bug einfach nur. Okay, das ist natürlich richtig sucky. Ja, wie scheiße ist das überhaupt? Hm. Tja. Aber er bleibt jetzt hier stehen. Warum gerade der Runeguard? Ach, jetzt macht er sich auch wieder auf der Fahrt, ne? Der fährt. Fährt wieder los. Hm. Worden 170. Magnetosphäre. Oder holen wir uns einen Veteran. Aber nein, ich glaube, wir holen uns jetzt einfach die Magnetosphäre nochmal dazu. Pappeln wir die nach vorn oder nach hinten. Eher nach hinten, glaube ich. Oder so seitlich. Pack mal so seitlich mal hin. Jetzt schicken wir schnell noch eine Roach oder sparen wir noch ein bisschen. Ah, ich glaube, wir schicken schon mal einen Roach mit rüber. Und dann noch einen Zerchling mit rüber senden. Ah, das sollte passen. Die Magnetosphäre bufft ja die anderen Einheiten. Die kriegen jetzt alle so ein Schild dazu von 45. Was schon ganz cool ist. Oh, danach kommen die Overlords. Wenn ich jetzt einen Warden hätte, wenn ich jetzt gespart hätte, aber dann hätte ich auch wieder geleakt. Oh, da zuppeln sie wieder lang. Kann ich dich ausbauen? Na, so ein Zeus wäre nicht schlecht. Aber ich glaube, ich hole mir jetzt erstmal noch einen Veteran dazu. Ich will unbedingt mal diesen Warlord bauen. Mann, das regt mich voll auf, dass ich den nicht bauen kann. Ich werde jetzt einfach bei den Overlords dann einfach die nächsten Wellen sparen und versuchen, mir so einen Warlord mal zu holen. Ganz egal, ob ich liege oder nicht liege, aber ich will auf jeden Fall den Nefestor schaffen. Es ist hier nicht so einfach, ne? Oh, er hat schon einen dicken Celtic Serrage. Und gucken wir mal, Overlord. Ja, die sehen easy aus. Jo, das war gar kein Problem. Nächste Welle kommen dann Roaches. Warten wir da auch nochmal ab. Oh, und da wird geleakt. Da werden... Oh, kommt Ballert doch noch drauf. Ah ja, schön. Yeah, nice. Gut, jetzt haben wir schon mal 100. 350 werden benötigt. Also die nächsten Wellen scheiß die Wand an. Wir sparen unsere Mineralien. Entweder klappt es oder klappt es nicht, aber ich will unbedingt mal das Teilchen hier bauen. Will einfach mal in Action sehen. Ich finde das auch schade, dass sie das Doppelgas rausgenommen haben, dass man das nicht mehr anwählen kann. Ich habe gerade nicht drauf geschaut, aber ich meine, die hätten Doppelmineralien haben sie rausgenommen. War auf jeden Fall im letzten Game so. Na, na, zieht! Ja, das wird was. Nice. Oh, der Veteran mit dem Schild und so, der geht auch ganz gut ab, muss ich sagen. Schnell noch mal einen Roach dazu holen. Die anderen haben ja auch schon, plus 3. Ich krepel hier immer noch bei 1 rum. Aber ich will auch jetzt keine Upgrades dafür machen. Jetzt kommen die Zealots. Hm, oder ich hole mir so einen Zeus noch dazu. Die Zeus rocken ja, wie ihr wisst, auf jeden Fall gegen den Nefestor. Magnetosphäre könnte ich natürlich auch ausbauen. Nee, wir warten jetzt. Ich hoffe, ich schaffe es jetzt, diese Runde. Ja, wird knapp. Aber, oh, klappt. Da fehlen mir immer noch 100 Mineralien, ne? Danach kommen die Reaper, die werde ich definitiv leaken, glaube ich. Das ist schon Welle 8 dann. Aber danach sollte ich ihn theoretisch bauen können. Vermutlich.
Oder ich mir noch so ein Pee wieder zu, obwohl, nee, wir sparen jetzt, wie gesagt. Ich muss es einfach nächste Runde jetzt schaffen. Puh. Die Gegner liegen ja auch gar nicht. Ich habe einmal da was gesehen, dass da irgendwas aufgedeckt wurde. Aber vielleicht wird das durch den Bug auch nicht aufgedeckt, das kann natürlich auch sein. Ich glaube, das werde ich nicht schaffen. Komm, noch ein paar! Komm schon, zieht! Oh, die Magnetosphäre rockt ja richtig. Komm schon, noch ein Hit! Komm schon, komm schon! Komm schon, zieh! Zieh, noch einmal! Oh, nee! Ah, aber 353. Wir können uns endlich das Teilchen hier holen. Gut, dass wir auch noch kein Supply, also dass wir noch ein bisschen Supply über haben, weil sonst müsste ich jetzt wieder nur das Supply-Upgrade machen und dann könnte ich wahrscheinlich wieder keinen bauen. Ballert doch den mal ab da, den einen. Mann, Mann, Mann. Rennt doch nicht weg. Seid doch nicht so feige. Okay, jetzt haben sie es. Situation geklärt. Ja, cool. Und jetzt kann ich mir endlich mal den dicken Infester holen hier. Ha! Der gute Warlord. Aula. Ich kann hier merchen jetzt. Kann ich hier auch irgendwas mit merchen? Geht leider nicht. Das wäre natürlich jetzt lustig. Ich kann mir jetzt auch ein Peewee holen, theoretisch. Aber das lassen wir jetzt einmal mal. Light and Magic, Light and Siege, Light and Chaos. Oh, ist der geil. Dicker Leviathan. Tja, der klärt einiges. Ja, das ist traumhaft. Und jetzt kommt den Fest. Jetzt hole ich mir schnell noch einen Zeus dazu. Hoffe, dass das dann klappt. Wenn ich die Mineralien dafür noch kriege. 129 habe ich momentan. Ich hoffe, ich kriege meine 155 voll. Ja! Schön! Ha! Geil. Und hat auch Supply hat gerade noch so ausgereicht. Und jetzt bin ich echt gespannt, ob das jetzt hier, ob wir den Infestor mit dieser Combo hier wegkriegen. Ein Veteran, ein Peewee, einmal die Magnetosphäre, ein Zeus, eine Infanterie und einmal ein Warlord, den wir leider nicht merchen können. Nein, nein, nein. Aber brauchen wir auch gar nicht. In der nächsten Runde werde ich mir aus Sylphie nochmal eine andere, nochmal einen anderen holen. Da kann ich den dann nämlich mit kombinieren. Komm schon. Haha, easy going, würde ich mal sagen. Alter Falter, der rockt. Zap. Gar kein Problem. Jetzt kann ich auch das erste Gas-Upgrade machen. Yay, yay, yay. Oder auch nicht. Scheiße, ich brauche erst wieder das Supply. Hansen ist Pingas. Brauche ich auch jetzt wieder 30 Folgen. Das kann ja auch wieder 30.000 Jahre dauern. Tolles Speed-Upgrade könnte ich machen. Aber bei 1 möchte ich das auf jeden Fall noch nicht machen. Alter. Na, hallo. Na, was macht ihr denn da? Macht ein Wettrennen. Unglaublich, dieser Bug. Ich verstehe das auch nicht, dass sie das vorab nicht testen. Ja, müssen sie ja eigentlich. Werden das Game bestimmt testen, aber anscheinend nicht ausreichend getestet. Kommt noch ein Gässchen noch. Danke. Jetzt kann ich endlich das. Ja, ja. Kriege ich jetzt, ja. Hey, und da kommt auch ein Infester durch. Aber die haben ja so eine Masse hier. Melial, Ranger, Skeletor. Dark Merch. Der hat bestimmt auch die Rasse Selfie gewählt gehabt, der hier gerade geleakt hat. Jetzt kann ich das nächste Gas-Upgrade machen. Ich mache jetzt erstmal ordentlich Gas-Upgrades, weil ich behaupte, dass dieser Warlord hier einiges wegflext. Guck mal, oh, Schaden 176 bis 184, Reichweite 6, Boden und Luft, 100% to all Armor Types. Das ist natürlich richtig geil. Weil natürlich diese fetten Bosse sind natürlich Armored. Auch Darbox. Jetzt fang du nicht auch noch an zu leaken hier.
Naja, der wird wahrscheinlich weg sein. Sieht wohl so aus. Und gestern haben wir eigentlich unseren geilen Rennsitz fertig gebastelt aus Aluminium. Das Video könnt ihr jetzt bald auf dem Kanal Monster Report euch anschauen. Könnt ihr mal raufschauen, denn es wird jetzt immer so sein, dass auf dem Monster Report die ganzen Sachen kommen, die wir so bauen. Bald kommt ja noch ein Virtual Pinball, den wir selber bauen werden. Und natürlich die Let's Plays, wie wir da mit dem Lenkrad zocken. Das kommt natürlich dann auf Agri plus Olsen. Also es wird schon, wird immer geiler. Da haben wir gestern auch 6 Stunden dran gesessen, das Ding da perfekt zu bauen. Und es ist richtig, richtig, richtig nice geworden. Schönen Recaro-Sitz haben wir ja gehabt. Ich hatte noch von Logitech ein relativ, also ich glaube, das ist sogar immer noch das aktuelle Modell von Logitech, weil die also überarbeiten die Lenkräder nicht so häufig. Und mit Tiptronic, mit Gangschaltung, mit Schaltwippen am Lenkrad direkt. Also das Ding ist mega nice. Müsst ihr euch auf jeden Fall mal reinziehen dann in die Videos. Das Coole jetzt, ich kann hier richtig jetzt schön Gas-Upgrades machen, weil ich kann mich mal auf meinen Warlord verlassen. Danach kommen die Hydralisken, da muss ich auch nichts mehr machen. Einfach erstmal schön hier hochpowern. Wo bis Level 5 könnte ich machen. Und jetzt mache ich, jetzt mache ich erstmal das Speed-Upgrade. Ich glaube, so läuft das ein bisschen besser. Aber die Kombo gefällt mir ganz gut. Wenn ich jetzt noch hier so einen Warden gleich dazu baue, dann ist, und den Solito Warden dann umwandle, dann ist hier wirklich richtig Party angesagt. Noch ein Zeus, noch ein Veteran, die Magnetosphäre noch ausbauen, damit die Einheiten 90 Schild kriegen und plus 4 Grenegrad Regeneration. Damit das ein ganz großer Traum her. Das Sommermärchen und so, ne? Ja, das. Ja, der kriegt ja fast gar keinen Schaden. Na, schon ein bisschen, aber. Marodeur mal mit rüber schicken. Er baut nur diese Rune Guard. Die geht auch ganz gut steil. Wenn sie nicht abhauen würden, ne? Komm. Och, nee. Was passiert denn jetzt? Oh, okay, gut, der Kerl hat den dann nochmal Gott sei Dank gekillt. Benötige weitere Depots. Ach, jetzt müssen wir schon wieder Depots bauen. Ist ja kein Problemchen. Wir haben jetzt ja schon plus 6 Gas. Mal gucken, wie die anderen so ausgestattet sind. Plus 4, plus 7 hat er schon. Er hat sogar schon plus 8. Ja gut, er muss ja auch, baut auch nur diese Dingerchen hier. Anscheinend sind die nicht so teuer und bringen relativ viel. Schicken wir dann mal mit rüber. Sparen wir. Ach, das Gascap ist ja schon hoch. Da können wir ja erstmal ordentlich Mineralien sparen und mal ein bisschen was Fitteres mit rüber schicken. Obwohl, die sind nochmal mal machen. Die Leute nicht so ohne mit. Ja, wird das der erste League wieder? Nee. Nee. Never. Wie geil. Oh, schnell abbrechen, abbrechen, abbrechen. Die Immortal kommen nächste Runde. Also, alle Wellen sind eigentlich bis auf die Infestors und auf die Fettis einfach. Nur die Immortal nochmal dazu. Also, die haben wir es wirklich in sich. Jedes Mal liege ich bei diesen blöden Immortals. Ich weiß auch nicht, warum. Da muss ich auf jeden Fall jetzt erstmal was gegen bauen. Und ich werde nächste Runde mal ein Mothership mitsenden. Zap, bauen wir schon mal. Da unten steht's schon und freut sich gleich, die schönen Immortals zu heilen. Aber die sind auch cool, diese Lava-Crawler. Jetzt können wir uns überlegen. Wir könnten einen Warden selbst mal holen. Den packen wir. Holen wir zum Warden oder ist kein Warden? Warden oder nicht Warden? Das ist hier die Frage. Oder holen wir uns lieber das Schildchen hier? Ja, ne, ich glaube, ich hole mir doch ein ja, ein Warden. Der splasht so schön. Da kann ich ja gleich noch upgraden zu Elite Warden. Der gute Beschützer von meinen kleinen Freunden hier. Komm schon.
Die sind so übel. Die gehen so steil. Guckt's euch an, Alter. Da geht sogar mein guter Warlord drauf. Aber immer nur zwei geleakt. Ich wusste es, dass man wieder diese scheiß Runde mich wieder voll zurückreißt. Das ist einfach gammelig. Das ist einfach unglaublich. Die Lurker sind danach wieder einfach, aber die Dinger hier... War toll, und hier steht hier natürlich auch wieder nichts, ne? Ah, so viele sind es nicht. Hier guckt man auch nicht mehr so weit nach unten. Das haben sie auch abgeändert, sonst konnte man früher mal dahinter gehen. Oh, das war es doch schon wieder hier. Da wurde noch gerade nochmal... Oh, wir haben sogar gewonnen! Yeah, das ist ja krass. Also hätte ich jetzt... Ich habe jetzt gar nicht beim Gegner geguckt. Aber ich finde, die haben das Game hier nicht besser gemacht. Die haben das Game wirklich schlechter gemacht. Also ich fand es cooler, dass man dann den fetten... das Security-System ganz gesehen hat zum Beispiel. Fand ich ein bisschen geiler. Und die Änderungen mit Doppelgas haben sie rausgenommen. Was ich... Also, dass man 200 Mineralien kriegt, finde ich auch wiederum scheiße. Also, naja, vielleicht mit dem nächsten Update, vielleicht machen sie das Game wieder ein bisschen besser, ein bisschen geiler. Es frustriert mich gerade ein bisschen, merkt ihr vielleicht. Aber das werde ich trotzdem gleich nochmal austesten. Haut rein, bis denne, euer Agri und viel Spaß beim Zocken wünsche ich euch natürlich.